Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Damen und Herren. Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Savtech Ages Skyblock. Heute wollen wir wieder weitermachen in diesem wunderbaren Modpack auf unserer wunderbaren Insel. Und wir haben einiges vor. In der letzten Folge haben wir nämlich sehr viele neue Rohstoffe bekommen. Unter anderem sowas wie Eisen und Gold und Lapis Lazuli. Obwohl Lapis noch nicht unbedingt so super useful ist. Wir haben uns einen Eimer gebaut. Klingt jetzt für den Anfang vielleicht nicht unbedingt so super exciting, aber es war tatsächlich doch sehr cool, denn der Eimer ist ein sehr cooler Fortschritt, den wir mittlerweile in diesem Modpack hier gemacht haben. Heute wollen wir weitermachen mit einer neuen Dimension, mit wohl der, ich sag mal wirklich so, die krasseste Dimension, die ich so kenne und die coolste, detailreichste, gruseligste. Es kommt mit sehr vielen Faktoren zusammen. Ich glaube, ich habe sie damals sogar in Savtech Ages das erste Mal kennengelernt, wenn es die da überhaupt gab, aber ich glaube schon. Ja, es ist ziemlich, ziemlich crazy und wir gehen heute ins Betweenland. Es wird wild. Ich bin sehr gespannt. Dafür brauchen wir erstmal einen Key. Wir haben da auch letztens schon drüber geredet. Wir gehen praktisch nach hier oben. Wir müssen zum Betweenland. Und dafür brauchen wir einen Druid Circle in einem Swamp-Biom. Dann müssen wir die Druiden killen und dann kriegen wir immer wieder so ein paar Fragmente, die wir dann zu einem Swamp-Talisman machen können. Und das ist praktisch auch die Idee jetzt dahinter. Das heißt, wir sind hier und wir müssen die dann eben zu einem Swamp-Talisman machen. Das Betweenlands hat noch ein paar andere, ja, relativ funny Eigenschaften. Ich weiß nicht, ob es hier irgendwo mit dabei steht. Genau. Tools brought into the Betweenlands from another dimension will not be effective. You will need to craft new tools and weapons to progress. No disadvancement requires you to craft a weed wood sword to complete. Kurz gesagt heißt das so, dass unsere ganzen Sachen, die wir ins Betweenland mitnehmen werden, nicht funktionieren. Das heißt, unser Eisenschwert, unsere Eisenpickaxe, das bringt uns alles überhaupt nichts, weil sie nicht funktionieren werden. Dasselbe glaube ich auch mit Essen. Das heißt, wir werden uns vorher einmal gut saturieren mit irgendwie, ja, ich glaube, ist eigentlich egal mit was. Wir müssen das Essen, glaube ich, sogar da lassen, weil es sonst verschimmeln könnte. Also dann kriegen wir irgendwie was Komisches zurück. Wir müssen uns also auch im Betweenlands wieder um neues Essen kümmern. Ich bin mir nicht sicher, es gab einen Baum, den man essen konnte. Da müssen wir auch mal gucken. Ich bin sehr gespannt, aber wir legen das jetzt schon mal alles ein bisschen weg. Beziehungsweise, warte, wir können es erst noch hier lassen. Wir müssen jetzt nämlich erstmal zu dem Druiden-Circle und das Ding machen. Wir hatten einen ganz in der Nähe. Genau, hier drüben war einer. Fliegen wir einfach mal direkt wieder zu dem. Und dann töten wir da eben ein paar von diesen Druiden. Und die droppen dann diese Talisman-Pieces, die wir dann auf den Altar legen können. Und der Altar macht dann für uns praktisch den Schlüssel zum, ja, zum Betweenlands, so mehr oder weniger. Also eigentlich müssen wir jetzt nur hier ganz kurz ein bisschen chillen, warten, bis die ersten Druiden spawnen und dann sind wir ready to go. Ich glaube, wir bauen sogar das Portal hier drüben mit auf. Dann können wir gleich mal so ein paar Bäume fällen. Aber dann hätten wir hier auch direkt so eine kleine Insel, auf die wir den Baum stellen können. Das Portal ist nämlich ein riesiger Baum, by the way. Und da ist auch schon der erste. Super gut. Irgendwie sind die Druiden ein bisschen schwächer, habe ich das Gefühl. Okay, da ist schon mal Piece Number 2. Früher habe ich gedacht, die Druiden haben immer ein bisschen mehr ausgehalten und konnten krasse Attacken machen und sowas. Aber die machen noch, oh, die machen noch gar nicht so übertrieben viel. Sie haben nur coole Effekte. Das ist Piece Nummer 3. Sehr gut. Und das ist Piece Nummer 4. Sehr gut. Das war tatsächlich das Letzte. Ich habe gerade schon angefangen, hier ein bisschen den Berg abzutragen, in der Hoffnung, dass wir vielleicht den Baum hier oben drauf machen können. Aber, oh, guck mal, jetzt macht er das erste Mal so eine Attacke. Damit kann er uns so komisch in die Luft heben. Er benutzt einfach die Force und hebt uns in die Luft. Das ist ziemlich crazy. Aber wir müssen jetzt diese, oh Gott, no, warum spawnen hier zu viele davon? Wir müssen jetzt praktisch diese Pieces benutzen, um damit den Talisman zu machen. Wir sneaken uns einfach mal ganz kurz, wow, hier drüben rein. Und werfen die mal eben hier rein. Zack, zack, zack und zack. So. Oh, jetzt sterben sie schon. Oh mein Gott. Was war das bitte für ein cooler Sound? Holy, okay. Damn, sah das cool aus. Ich glaube, das hat sich auch absolut heftig verändert. Also damn, der war da, also da, wow. Er sieht schon ziemlich nice aus, ey. Gimme that. Der Effekt war, also das hat sich schon angefühlt wie ein komplettes Spiel, was wir gerade spielen würden oder sowas, ey. Ich bin mehr als nur ein bisschen begeistert. Okay, soviel ich weiß, müssen wir jetzt diesen Talisman einfach nur rechtsklicken. Klickt der Talisman on a placed sapling to create. Okay, genau, wir müssen ihn erst auf einen Sapling rechtsklicken. Guck mal, wir haben hier ein paar. Sehr gut. Und dann würde ich sagen, gehen wir hier hin und platzieren hier das Ding. Jawohl! Oh mein Gott, das hat funktioniert. Haha, wie nice. Okay,
Ja, ich denke mal, der Baum steht sogar mehr oder weniger okay hier oben drauf. Der könnte natürlich noch ein bisschen besser platziert sein, aber das geht auf jeden Fall absolut fit. Und das ist praktisch das Portal zum Betweenland oder zu den Betweenlands, I don't know. Wir können hier in die Mitte reingehen, wir können ja natürlich durch das Portal gehen, das ist so wie Nether Portal, da müssen wir ein bisschen warten, bis das funktioniert. Aber ich würde jetzt erstmal, haben wir die Pieces sogar, ich habe manche Pieces doppelt gehabt, ne, okay. Ich würde jetzt trotzdem ganz gerne einfach mal zurückgehen. Ich glaube, ich werfe die tatsächlich einfach hier drüben rein, die brauchen wir ja nicht mehr. Und natürlich eben erstmal ganz kurz schlafen gehen, unser Zeug sortieren und dann geht es für uns ab ins Betweenland. Okay, wie gesagt, es wird sehr wichtig sein, dass wir unser Essen zum Beispiel nicht mitnehmen. Wir nehmen uns einfach mal ein bisschen Dirt mit. Ich glaube, normales Holz funktioniert auch nicht. Wir nehmen uns vielleicht trotzdem einfach mal was mit. Aber, so viel ich weiß, genau, es gibt zum Beispiel den Wheat Wood Crafting Table. Das heißt, selbst Holz wird uns nichts bringen im Betweenland. Dirt können wir vielleicht nehmen, um einfach nur so ein bisschen was zu machen. Wir nehmen uns mal ein bisschen was von dem Holz, von diesem Shark Meat hier drüben noch mit. Wie gesagt, ich glaube, die normalen Tools bringen uns auch nichts. Ich hoffe, sie gehen nicht kaputt, sondern sie werden nur useless. Obwohl wir sie eigentlich auch schon wirklich komplett hier lassen können, glaube ich, ne? Ja, werfen die Tools auch alle mal komplett weg. Und dann verbrauchen wir noch ein bisschen was an Essen, damit ich gleich ein bisschen Shark Meat essen kann für die ganze Saturation, die wir da bekommen. Und das Portal sieht schon cool aus. Dieser riesige Baum, der hier hinten steht. Erkennt man zumindest direkt, dass man da hin kann. So, der letzte Snack für uns, bevor es ins Betweenland geht. Wir stellen uns hier drüben rein, lassen uns langsam aber sicher porten. Und dann sind wir in den Betweenlands, in der komplett neuen Dimension. Und für die Leute, die das Ding hier noch nie gesehen haben, ihr werdet jetzt gleich, glaube ich, absolut geflasht sein. Denn ich habe schon gesagt, es ist wahrscheinlich die coolste Dimension, die es so in Minecraft gibt. Ich kenne wirklich keine andere Mod. Wenn ihr eine kennt, die ansatzweise so atmosphärisch ist wie das Ding hier, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich bin sehr gespannt, aber für mich ist das hier wirklich das Nonplusultra. Das Gras hier auf dem Boden, die verschiedenen Büsche, die, guckt ihr mal, diese komischen Lurker, die hier unten drin sind, diese, Alter, die Models von diesem Ding, es ist absolut crazy. Es ist krank. Ich verstehe es nicht so ganz. Wir sollten jetzt natürlich erstmal ein bisschen, hier überall diese Büsche, es gibt noch so kleine umgefallene Baumstämme. Es gibt super viele Dungeons in den Betweenlands. Wir werden davon, guckt ihr ihn hier drüben wieder an, irgend so ein ganz, ganz komischer, weirder Zombie. Von den Dungeons werden wir jetzt noch nicht so viele machen, hoffe ich zumindest mal. Oh mein Gott, und hier ist direkt so ein Gem, den wir brauchen, glaube ich, neben uns im Wasser. Das ist so übertrieben gut. Wait, warum bekommen wir das, by the way, nicht? Warte mal ganz kurz eine Sekunde. Wir nehmen uns doch nochmal unsere Tools mit und gehen nochmal darüber. In der Hoffnung, dass das Ganze dann so funktionieren würde, dass wir das Holz abbauen können. Ah, okay. Das sieht schon ein bisschen besser aus. Ihr seht, wir sind unglaublich langsam, wenn wir das Holz hier drüben abbauen wollen. Aber es funktioniert immerhin. Wir haben praktisch sowas wie Mining Fatigue oder so. Und jetzt können wir uns daraus, warte mal, wir brauchen jetzt eine Weedwood. Brauchen wir natürlich am besten die Tools. Eine Weedwood Axe wäre natürlich super, super. Dafür brauchen wir Weedwood Sticks. Und das wären, ja, die müssen wir halt irgendwie auseinandersägen. Ich glaube aber, wir finden die wahrscheinlich auch entweder am Boden, Poison Ivy, oder wir bekommen sie aus Blättern. Das schauen wir gleich mal nach. Ich glaube eben, Blätter war auf jeden Fall eine Option, die wir hatten. Dann natürlich ein Crafting Table. No. Können wir das hier machen? Ja, okay, wir können uns daraus einen Chopping Block machen. Und dann können wir uns daraus, yes, okay, Weedwood Planks machen. Super, super gut. Und dann haben wir daraus unseren Weedwood Crafting Table auf jeden Fall schon mal. Das ist sehr hilfreich. Dann können wir uns aber auch direkt hieraus die ersten Sticks machen, glaube ich. Jawohl. Oh mein Gott, guck mal an. Es geht so gut voran. Warte, wir sind jetzt hier. Genau. Weedwood Sticks are found by breaking Weedwood Bushes. Okay, das heißt, das hätten wir nicht mal machen müssen. Oh mein Gott, und guck dir diese Advancements hier oben. Was ist das denn? 1, 2, 3, 4, 5, 6 neue Tabs haben wir mit dazu bekommen. Genau. Und Ball of Saps, das waren die Dinger. Es gibt irgendwo solche Sap Trees. Und das ist so praktisch unser Essen, das wir hier... Habe ich meinen Shark mit irgendwie verdoppelt? Ich weiß es nicht. Hier, das sind so Sapwood Trees und von denen bekommen wir Sap und das können wir essen hier in den Betweenlands, was natürlich sehr wichtig werden wird. Wir gucken jetzt mal ganz kurz nach der Weedwood Axe. Dafür brauchen wir noch ein paar mehr Planks. Das war natürlich super jetzt gelöst. So und so. Dann haben wir das Ding hier. Super, super gut. Und jetzt gleich mit dazu das hier für ein Weedwood Sword. Yes! Okay, dann haben wir die beiden Sachen schon mal abgeschlossen. Jetzt haben wir das, genau, das Schwert und wir haben die Sticks. Ich weiß nicht, was wir haben. Gerade noch irgendein anderes Serious Business. Ach so, wir schließen immer noch zusätzlich die ganzen Advancements vom Betweenlands natürlich selber ab. Nebenbei. Das heißt, es wäre jetzt auch nochmal ganz sinnvoll. Warte, hier haben wir Rotten Food. Oh,
Yes, das ist genau das Ding, was ich meinte. Ich bin mir nicht sicher, ob es normalerweise vom Shark Meat kommt. Wir haben es jetzt einfach so bekommen. Aber eben, unser Essen verrottet hier in den Betweenlands. Was natürlich nicht ganz so super ist, aber was will man tun? Wir machen uns jetzt erstmal ganz kurz eine neue Pickaxe. There we go, die Weedwood Pickaxe. Ich glaube, es gibt auch noch eine Stone Pickaxe. Vielleicht brauchen wir die sogar. Nehmen wir die beiden Dinger mal ganz kurz mit. Und dann hatten wir, genau, hier drüben direkt. Ah, da bin ich mir nicht sicher, ob das geht. Ob wir den schon abbauen können. Wir brauchen nämlich für den Smeltery Controller, das gucken wir mal ganz kurz nach, brauchen wir einen Gem. Und zwar diesen Aqua Middle Gem. Da steht jetzt nicht unbedingt, ja, mit welchen Tools wir die abbauen können oder sowas. Ich meine, es gibt aber noch ein paar andere Pickaxes und so weiter. Das hier ist der Fighter, der Farmer, Craftman, Miner. Genau. Obtain a Swifty Pick. Das wäre doch schon mal ein bisschen besser. Oder einfach nur ein ganz klein bisschen mehr. Octane können wir uns leider noch nicht machen. Das ist ein bisschen zu crazy. Ich glaube, Velonite könnte vielleicht funktionieren. Und sonst vielleicht so eine Bone Pickaxe. Ja, komm, ich würde sagen, wir probieren einfach mal, das hier ist alles Dirt oder sowas, ne? Genau. Wir probieren einfach mal, den Block hier abzubauen. Vielleicht funktioniert es. Vielleicht aber auch nicht. Und das sieht eher nach einem Nein aus. Das sieht definitiv nach einem Nein aus. Okay, gut. Dann wissen wir, dass wir den nicht abbauen können in Zukunft. Das ist schon mal super. Dann gehen wir ein bisschen Obacht auf die ganzen Monster, die hier unter Wasser lurken. Überall in allen möglichen Regionen. Und dann fällen wir mal ein bisschen was von diesem Sap-Tree hier drüben. Damit wir gleich, yes, a cure, damit wir was zu essen haben. Denn Sap ist sehr wichtig für diese... Es ist kein richtiges Essen, so wie ich das davor gesagt habe, sondern ihr seht vielleicht diese komischen braunen Kreise, die wir über unserer normalen Hungerskeule haben. Und das ist irgendwie so eine Art Betweenlands-Essen oder so. Das heißt, davon müssen wir auch immer was essen. Und wenn wir das nicht tun, dann geht es uns super, super, super schlecht. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass wir davon eben, ja, ein bisschen was dabei haben, wenn wir in Betweenlands erkunden gehen. Okay, ich sag mal, so ein Sap-Tree hat es auf jeden Fall in sich. Oh, ich habe da oben sogar noch ein bisschen Holz vergessen, aber das ist jetzt nicht so übertrieben schlimm. Wir begeben uns jetzt nämlich weiter auf die Suche. Oh mein Gott, und jetzt wisst ihr vielleicht auch, warum ich diese Dimension so krass finde. Bro, einfach ein Glühwürmchen, aber wie geil sieht es bitte... Wait, ist das ein Octane-Block? Das sind Snails? Idolize. Discover a Idol Head. Okay, ist das... Oh. Ist das irgendein großes Monster oder sowas? Guck mal, hier ist Moos an der Seite dran. Das ist Crack Rock. Vielleicht können wir uns daraus irgendwie eine Pickaxe oder so bauen, wer weiß. Und das ist ein Block of Octane. Wait. Oh mein Gott, was? Octane ist normalerweise super schwer herzustellen. Dafür brauchen wir erstens so Octane-Ohr und das müssen wir dann, glaube ich, erst in so einem speziellen Ofen irgendwie zu normalen Octane-Ingots machen. Oh mein Gott. Also entweder haben wir gerade wirklich ein absolut ridiculous viel Glück oder das Ding führt noch zu... Oh, ein Frosch. Oh, das ist, glaube ich, so ein giftiger Frosch, ne? Oder das führt gleich zu was ganz, ganz, ganz schlimm. Also ich bin sehr gespannt, was es davon sein wird, aber die Octane... Wir sollten uns jetzt einfach eine Octane Pickaxe machen können. What? Hä? Ist das gewollt? Guck mal, wir haben jetzt hier praktisch Octane, obwohl wir überhaupt irgendwas hiervon haben. Enter Cave. Normalerweise müssen wir das alles farmen und finden. Oh mein Gott. Wir sind so lucky. Warte mal. Also, wenn das jetzt gleich wirklich alles funktioniert, kann ich hiermit schon einfach... Okay, das geht noch nicht. Wir brauchen Weedwood Sticks. Wo ist denn, ich habe gedacht, wir kriegen sogar Weedwood Sticks aus diesen Blöcken. Da haben wir die hier und jetzt können wir uns daraus einfach eine Octane Pickaxe machen. Wie krass, bitte. Oh mein Gott, okay. Ja, dann haben wir jetzt die Octane Pickaxe und können jetzt nochmal auf die Suche nach diesem Aquamarinerz gehen. Nach dem Aquamarin Gem, den wir gerade schon mal abgebaut haben. Der befindet sich normalerweise hier in diesem komischen Swamp Water mit diesen ganzen Kreaturen. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwo was sehen. Ich meine, unser Wasser ist zum Glück relativ klar, wenn wir unter Wasser sind. Normal ist das nicht so gut. Das Problem ist natürlich nur, dass die ganzen Lurker und so da oft auch ein paar Probleme machen. Nehmen wir uns das hier mal. Hier seht ihr da drüben, wie sie schon irgendwelche Sachen bewachen. Da haben wir irgendein Erz, aber das ist nicht genau das, was wir wollen. Da ist, nee, das ist was anderes. Aber wir können mal ganz kurz gucken, ob wir das Erz hier vielleicht bekommen. Das werden wir später bestimmt auch noch brauchen. So, er hier ist zum Glück relativ weit weg. Hüpfen wir mal nach hier unten. Und das hier ist... Was für ein Erz wird das sein? Das sieht aus wie das Swifty-Ding, was wir davor hatten, ne? Was haben wir bekommen?
Ich weiß gar nicht, haben wir irgendwas dafür bekommen gerade? Ah, hier, Crimson Middle. Oh, Crimson, ja. Das brauchen wir auch für irgendwas. Ich weiß zwar nicht für was. Leider. Aber ich weiß, dass wir so irgendwas brauchen. Der Name kommt mir bekannt vor. Und ich weiß noch, dass wir es mal gesucht haben früher. Ey, und da, oh Gott. Hier ist irgendein ganz weirder Piranha oder sowas. Ich weiß nicht, was das ist. Ein Angler? Ach, ein Anglerfisch. Das sind die... Wow. Alter, wie er hier... What? Wie kann er kämpfen? Okay, was passiert jetzt eigentlich, wenn ich mein Shark Meat esse? Oh, das geht. Hoi, let's go. Okay, das war's mit dem coolen hier. Und hier hatten wir irgendwo unser Aquamarinerz wieder, wenn ich mich nicht getäuscht habe, oder? Da, yes, okay. Here we go. Abgebaut und yes, jetzt haben wir es auch wirklich. Hier haben wir unser Aquamarin-Gem-Ohr. Und das müssen wir jetzt eben erstmal ein bisschen refinen in dem Purifier. Genau, und für den Purifier brauchen wir Weedwood und Octane. Das haben wir schon alles, das ist super, super nice. Ich wollte jetzt noch ein bisschen gucken. Ey, wir sind hier... Alter, die Geräuschkulisse hier. Guck mal, da vorne ist wieder irgendein Schrein oder ein Tempel. Und ich glaube, selbst hier drüben haben wir irgendwas... Eieiei, irgendwas Spezielles, weil hier so Cobblestone nach unten generiert wurde. Ich weiß natürlich nicht genau, was es ist, aber... Ich würde sehr gerne nachgucken, ob man hier irgendwo reingehen kann. Oder ob das einfach nur so random ist. Okay, euch ignorieren wir einfach mal. Okay, das hinter uns scheint wirklich einfach nur so gewesen zu sein. Oh, da ist so eine Wisp oder sowas. Die Dinger kenne ich auch noch, die waren unglaublich schwer. Und ihr auch! Diese komischen fliegenden Flappy-Fledermäuse. Die haben Wings gedroppt, ne? Genau. Wow, und jetzt guckt ihr das mal an! Was ist das? Ruined it! Pot of Chance! Wow! Oh nein! Okay, die sind mir schon mal zum Verhängnis geworden, glaube ich, diese Viecher. Diese komische Wolke. Ah, jetzt sind wir vergiftet. Die können wir, glaube ich, kaputt machen. Und dann droppt daraus ein bisschen Stuff. Octane Nuggets. Ich glaube, daraus droppen auch Herzen. Reed Rope. Da oben waren auch noch welche drauf, ne? Was droppt daraus? Alter, sieht das schon wieder cool aus, Mann. Oh, irgendwelche Termit. Okay, Termiten. Chillig. Eine Item Scroll. Bone of Wayfinder. Silmarite. Das war auch wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, aber ein wichtiges Ding, das wir später brauchen werden. Dude, jetzt guck dir das mal an. Das ist einfach so eine riesige Ruine da hinten. Wow. Da hinten ist nochmal irgendwas anderes. Da ganz, ganz, ganz weit weg im Nebel. Überall diese verschiedenen Pots, die man erkunden kann. Ey, ich glaube, wie gesagt, wenn ihr die Dimension noch nicht gekannt habt, ich hoffe, ihr versteht, warum ich sie so übertrieben krass cool finde. Weil das ist noch eine der kleinsten Sachen, die wir hier gerade gefunden haben. Mit diesen Ruinen. Es gibt noch super krass riesige Tempel mit... Also Bossen, die schon an Zelda rankommen von der Game Mechanic, wo du irgendwie... immer wieder in deren Auge schießen muss und dann decken sie ihr Auge ab und erst wenn du die Augen weg hast, dann kannst du irgendwie auf die Klauen hauen oder sowas. Es ist wirklich, wirklich heftig. Ich hoffe, davon werden wir in dem Modpack hier noch ein bisschen mehr erkunden und mehr machen müssen. Ich meine, sonst rein theoretisch können wir es natürlich auch immer selber machen. Ich weiß nur nicht, wie man normalerweise richtig in Between ins Vorankommt, weil ich auch immer nur nach Questbook oder sowas hier gespielt habe. Aber wir gehen jetzt mal wieder langsam, aber sicher zurück. Wir nehmen mal das Erz hier vorne noch mit. Und dann wollen wir einfach mal wieder nach Hause gehen und gucken, was wir da so mit unserer neuen Beute machen können. Das war absolut crazy, meine lieben Damen und Herren. Oh Mann, Alter. Ich liebe diese Dimension. Es ist so atmosphärisch und anspannend. Teilweise ist es wirklich, wirklich einfach nur absolute Oberklasse. So, in die Richtung hier müssen wir. Guck mal, wir haben ein paar von diesen Wings, was ziemlich cool ist. Wir haben Sulfur, eine Item Scroll, ein Bone Wayfinder, must be linked to a Manher. Okay, vielleicht können wir das irgendwie später benutzen. Ein paar Nuggets, wir haben eben Octane und Crimson, wir haben Ball of Sap. Ey, wir haben wirklich... Oh, ich lerne wieder zu. Wir haben wirklich, wirklich guten Loot gemacht, glaube ich, da drüben in der Dimension. Machen wir uns mal eine komplett neue Doppelkiste irgendwo hin, hier nach hinten, in die unser... Zeug aus den Betweenlands kommt, damit wir das nicht mit dem normalen Zeug vermischen. So, so, so. Da legen wir auch die Sachen direkt rein. Wir legen direkt die richtigen Werkzeuge und so dafür da rein. Sepp kommt mit dazu. Und dann haben wir auch noch Dragonfly. Das sind die Bälle, glaube ich, ne? Haben wir noch die Wings mit davon. Und was wir jetzt dann eben brauchen für den Smeltery Controller, habe ich ja schon gesagt, dafür brauchen wir den Aqua Middle Gem. Und den bekommen wir, indem wir den Purifier bauen und den mit Sulfur. Oh, und mit Swamp Water befüllen. Okay, das müssen wir auf jeden Fall nochmal holen. Sulfur haben wir. Und für den Purifier brauchen wir Weedwood Planks. Davon haben wir auch nicht mehr so viel. Okay, dann nehmen wir gleich einen Eimer mit. Genau, Weedwood Planks und Octane Ingots. Sulfur haben wir 4 Stück. Die, guck mal,
Da waren wir auch wieder so unglaublich lucky. Sulfur müssen wir normalerweise auch suchen, glaube ich, unter der Erde. Aber wir haben es halt gerade einfach aus so einer komischen Urne, aus so einem Pot bekommen. Oh Mann. Packen wir das mal ein? Yes, dann haben wir ein Bucket of Swamp Water. Und wir nehmen uns natürlich noch ein bisschen Weedwood-Stuff hier drüben mit, damit wir gleich daraus die Planks machen können. Säge hier vorne dran und ein paar Weedwood-Planks gemacht. Ausgezeichnet. Dann nehmen wir uns die Octane-Ingots und machen uns daraus jetzt... Oh, guck mal, so ein Boot. Wir machen uns daraus den Purifier von den Betweenlands. Ist tatsächlich gar kein Advancement, was ich ein bisschen weird finde. Dann nehmen wir uns die beiden hier mal raus und den Purifier stellen wir hier drüben hin. Ich bin der Meinung, der hat vielleicht sogar noch irgendwas unten drunter gebraucht. Aber mal gucken. Mudwater haben wir drin oder Swampwater. Jetzt kommt hier oben unser Aquamarin-Gem und ein Sulfur. Und er macht schon was? Er macht schon was! Yo, okay. Er fängt an, ein bisschen zu brodeln. Ich habe wirklich eigentlich gedacht, wir brauchten drunter noch einen anderen Block, aber tatsächlich scheinbar nicht. Er kommt komplett damit klar. What? Okay. Und da haben wir es. Unseren Aqua Middle Gem. Wie übertrieben nice. Ich glaube, den brauchen wir auch noch für ein paar andere Sachen. Ja, guck mal. Ah, für eine Map davon. Okay, dann brauchen wir das für das Schwert, den Smeltery Controller. Und dann können wir den Ground Aquamarine Gem für Kompost. Okay, das klingt natürlich nicht unbedingt so übertrieben gut. Zugegebenermaßen. Wir können mal ganz kurz gucken, ob wir vielleicht auch direkt hier den Crimson Middle Gem machen können. Oh, das sieht sogar sehr gut aus. Brauchen wir den für irgendwas? Wir kriegen daraus den Crimson Middle Gem und den brauchen wir für... das Schwert. Oh, für einen Furnace-Controller. Okay. Oh, und für irgendwas von... Ah, von Astral Sorcery. Okay, okay. Dann haben wir den zumindest schon mal vorbereitet und können den in Zukunft dann natürlich benutzen, wenn es soweit ist. Für jetzt spielt der tatsächlich eben noch keine Rolle. Wir legen ihn trotzdem mal hier drüben mit rein, den Aquamittel-Gem. Das ist dann eben das Ding, das wir brauchen werden, um uns den richtigen Seared Furnace oder den richtigen Smeltery Controller zu machen. Ich gehe jedes Mal hier rein. Also hier oben, damit wir uns ja nicht mehr diese komische Mini-Smeltery hier drüben haben müssen, damit wir die nicht mehr benutzen müssen, sondern wir können uns dann eben eine richtige Seared Smeltery herstellen. Das ist eigentlich alles normal, bis auf den Controller. Genau, das sind Seared Bricks. Und dafür brauchen wir Sand, Gravel und Clay. Davon haben wir nicht mehr so viel. Ist aber auch gar nicht so schlimm. Das wollen wir nämlich gar nicht mehr in der heutigen Folge machen. Die heutige Folge dreht sich ums Betweenland. Da waren wir. Wir haben ein bisschen was erkundet. Wir haben sehr viel Glück gehabt, würde ich einfach mal behaupten. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das Betweenland findet. Und dann geht es morgen um 16 Uhr weiter. Also da rein, habt noch einen wunderschönen Tag und bis dann. Peace.